So, ihr kleinen süßen Zuckerschnuten, auf geht's. Jetzt mal kurz die Lurker weg. Ah, okay. Der Angriff über die große Distanz ist halt sowas von fucking angenehm. Halt drei Feuerbälle kosten wahrscheinlich drei Feuerpfeile kosten Alter, das noch mal geil, Mann, wie viele Viecher da sind. Es gibt einfach gottesmäßige Erfahrung. Krank, wieder instant voll. Jetzt heizt sich wieder rein ohne Ende. Das ist krank. So zu farmen ist einfach nur nice. Und dann kriege ich direkt schon maximale Ausbeute durch Zangen und alles Mögliche, was da damit zusammenhängt. 1, 2, 3. Direkt auf die Main Weapon wechseln. Oh. Lurker greifen wir nur einzeln an. Komm, wir ziehen zuerst. Ja, nee, komm, ein Lurker können wir. Lol, perfekte Menge. Okay, das wird ein bisschen ein längerer Kampf jetzt. Okay. Auch das hält sich eher in Grenzen. Mensch, so muss es sein. So muss man farmen können. Das ist idyllisch, würde ich sagen. Aber übertrieben viele. Schlitz! Übertrieben viele Pflanzen am Wasser. Den einzelnen Feldräuber nehmen wir dann noch mit. Ja, Feldräuber sind jetzt dankbar. Feldräuber sind jetzt dankbar.
kriegen so viel Schaden durch Feuerpfeil. Und den vierten Hit spare ich mir immer. Spare ich mir immer ein bisschen Mana. Aber bevor wir jetzt da weitermachen, gehen wir kurz schlafen in dem Haus da vorne. Bin auch gleich schon wieder nächstes Level. The Pope. So, jetzt hab ich's. Der Popo war wieder was anderes. Moin. Läuft auf Windows 10, muss man irgendwas beachten. Es läuft, aber das ist der DirectX DirectX 11 Patch, von DirectX 8 auf DirectX 11 gepatcht mit Grafik Detail Überarbeitung. Also das ist schon ein bisschen aufwendiger. Ich habe tatsächlich, um den Mod zum Laufen zu bringen, ca. 5 Stunden gebraucht. Also das kriegst du so ganz, ganz schnell leider nicht hin. Ja, mach, dass du wegkommst! Hey, du! Raus hier! Ja, mach, dass du wegkommst! Warte mal. Kannst du mir... Kann schon sein! Einhandwaffen brauche ich nicht. Da geht's drüber speichern. Genau, Puppe, wenn du das dir installieren möchtest und dann tatsächlich, also den Grafikpatch kann ich, das ist ein Mod, nennt sich das Ganze. Es ist aber kein Mod, der das Spiel an für sich verändert, sondern es ist tatsächlich nur eine Grafiküberarbeitung. Also die ganzen Details, insbesondere Schatten, Rauch, Wasser, Feuer, sieht sehr, sehr viel besser aus. Auch die Details, Blätter, die Rüstung ist alles ein bisschen weicher und angenehmer. Wie gesagt, komplett anderer DirectX, ist auch optimiert, aber braucht relativ viel Leistung für so ein altes Spiel. Ja, für so ein altes Spiel. Systemloot kommt rein. Nice one. Support ist kein Mord. Danke an die Leute, die ab und zu mal Loot da lassen, ist eine nice Sache. So lange dauert es nicht. Ich habe es zum ersten Mal installiert und hatte keine Ahnung davon und musste hin und her und rum und um probieren. Ich habe 5 Stunden gebraucht, doch. 4-5 Stunden. Doch, ist so. Ich bin vielleicht ein Noob und das kriegt jemand auch in 20 Minuten hin. Das kann sein, bei mir hat es nicht geklappt. Trotzdem ist es mir das wert, weil wir hier in dem Spiel 200 Stunden verbringen. Und das werde ich tun. Dann ist mir das so recht. Easy going, da haut er sie raus. Da haut er sie raus. Trippa Trippa Loski, Damokles. Yes, man. Geile Sache. Trippa Loski. Yes, man. Da haut er sie raus. An den Rabenfänger und an den Piu Piu. Grüße, Piu Piu. Moinsen. Servus miteinander. Adeu. Trippa Loski. Damokles, vielen, 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 vielen lieben Dank, Damokles, vielen lieben Dank. Das ist wirklich ein Meilenstein, den wir jetzt gerade erreicht haben. Und der Meilenstein, wie gesagt, der bezieht sich nicht auf die Subs, weil die in finanzielle Richtung gehen, sondern die beziehen sich einfach darauf, dass Emote-Slots freigeschalten werden und wenn jemand auf den Kanal kommt und guckt, welche Emotes hat der und das ist ein Streamer, der mehrere Emotes unten hat, dann sieht man gleich, okay, das ist jemand, der hat einen größeren Kanal, einfach jemand, der da Zeit und Geld und Aufwand rein investiert und die Community supportet es und liked es und das sieht man einfach an so einem Kanal durch solche Dinger und das ist einfach phänomenal, man. Vielen lieben Dank. Danke für den Sub, schreibt Rabenfänger. Er ging als erstes an Rabenfänger, als zweites an Piu Piu. Jetzt. Ja doch, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Damokles, vielen lieben Dank für deinen Support, für deinen Sub, den du da gelassen hast.
für die letzte Donation, dass du auf die 100 aufgefüllt hast. Auch wenn ich erschrocken bin, war es trotzdem eine nice Sache, Mann. Danke. Und auch heute Abend für die Subs, die du da gelassen hast. Und insgesamt hast du ja jetzt schon 7 Subs gegiftet. Das ist wirklich ein mega krasser Support. Vielen lieben Dank da dafür. Das ist ein mega krasser Support. Danke. Oh nein, lass mein Viech! Lass mein Viech! Oh lol, Bandit. Alles klar, ich komme später wieder. Männer, muss los. Ihr wollt mich angreifen? Bleib stehen, du Lump! Bleib stehen, du Lump! Na warte, du Mistvieh. Ich hab gedacht, ich gehe jetzt mal pennen. Weil es mir nicht gut geht. Oh nein. Oh nein. Grippeerkrankung ist da. Corona. Nein. Ich hoffe nicht, Damokles. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Keine Ahnung, macht ihr noch einen Tee? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Oder einen Apfel oder eine Orange. Alles gut. Ruh dich aus. Schau, wenn du Bock hast, noch ein bisschen mit dem Handy mit. Und ansonsten. Ja, mach, dass du wegkommst. Ruh dich einfach aus. Schlaf dich aus. Es wird sowieso gerade in der jetzigen Zeit empfohlen, dass man guckt, dass seine Abwehrkräfte fit sind. Und das tut man durch die klassischen Sachen: Ruhe, stressfrei, ein bisschen erhöhter Schlaf, gemütlicher, mittelmäßiger Ausdauersport in Verbindung mit gutem Essen und dann ist man fit. Wird morgen zu Hause bleiben, tu das, kein Problem. Ist in der jetzigen Zeit gerade ja sowieso, glaube ich, empfohlen. Also da wird keiner was sagen. Wenn es dir nicht gut geht und die Abwehrkräfte ein bisschen down sind, dann ruh dich aus. Gute Nacht, schon mal bye bye. Ess bitte 1-2 Orangen oder tu dir welche pressen. Orangen und Zitronen mache ich immer zusammengemixt. Pressen und trinken, das macht mega fit. Jetzt heute Abend vielleicht nicht mehr für den Magen, aber mach's morgen früh. Das macht wirklich, das macht fit. Macht fit. Das ist ein geiles Frühstück. Fruchtzucker macht wach und der Rest ist gesund. Gute Besserung, Damokles. Vielen Dank nochmal. Und einen schönen Abend. Lass dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Als Magier, es ist so entspannt. Oh, Alter, es ist geil. Das macht so Bock. Eine Sache noch. Du musst die 3 Anführer für mich knechten. Ich werde es tun, aber ich brauche noch. Da brauche ich noch eine Weile, weil ich bin gerade ein Anfangsmagier und die sind halt die krankesten überhaupt. Aber ich kann dir versprechen, die gehen mir auch auf den Sack. Und man sieht sich immer 2-mal im Leben. Leider brauche ich die noch für die eine oder andere Main-Quest-Story. Deshalb noch nicht, aber man sieht sich immer 2-mal im Leben. Ja, mach, dass du wegkommst! Alter Buster, halt die Fresse und ich schlag dich zusammen. Hast du mich verstanden, Buster? Okay, Buster. Buster will's wissen. Gucken wir mal, wie gut unsere Main-Weapon ist. Na, warte! Buster, was geht? Bum, bum, bum. Wollt ihr wohl damit aufhören?
Oh fuck, der hat eine richtige Axt. Alarm! Oh, ich zeig den richtigen Hasen. Bam, 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 bam. Power. Leg dich nie wieder mit mir Wenn an. Hier einer Schläge verfällt, dann bin ich das. Kapiert? Okay, den Söldner legen wir um. Den legen wir um. Jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken, Alter. Buster darf überleben. Buster, it's a fine boy. Normally, it's a fine boy, Buster. Aber der andere Typ, dem hau ich auf die Fresse. Also jetzt reicht's. Wenn hier einer, was hat er gesagt? Wenn hier einer Stress macht, bin ich das? Alter, was sagt er zu einem Magier? Will er mich eigentlich komplett verapfeln? Ja, jetzt leide rum. Versuch das nicht nochmal, Bärchen. Okay. Fuck. Habe ich da jemand unterschätzt? Alla Brudi, ich bin Magier. Das ist your fucking shit ernst. Der ist Stufe 40. Oh. Woher weißt du sowas? La la la. Aber geil, Magier Stufe 8 against Söldner Stufe 40 und Gleichstand, würde ich sagen. Gleichstand. Na? Bam, 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 bam. Fick dich, Mann! Ah, wegen XP. Danke für den Support, Rabenfänger, dass du mich darauf hingewiesen hast. Hat mich motiviert, ihn zu killen. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Der kleine Beute darf richtig leiden. 400, ja. So muss es sein. Dann haben wir dem hier auch. Ah. Dem haben wir auch mal nochmal eine rein. Der mir immer so dumm kommt, da habe ich gar keinen Bock drauf. Yo, the Fatty Boy. Servus, Digga. Grüß dich. 10 Erfahrungen pro Level. Gibt der oder hä, wie, wo, was? Wir müssen auch kurz Buster klatschen. Aber Buster will ich nicht umbringen. Buster tue ich nur kurz umhauen. Nichts. Na warte, du Lump. Da ist nichts zu holen. Ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Bestes Game! Definitiv. Definitiv. Das ist phänomenal. Es ist phänomenal, vor allem wenn du wie ich jetzt gerade eben Magier geworden bist und komplett auf die Kacke hauen kannst. Kapitel 1, Magier, Junge, ich klatsche hier alles weg. Mir kommt hier keiner dumm. Da ist gerade eben, ist mir ein fucking Söldner mit einer Axt. Guck mal, Rudi, der hat hier eine große Kriegsaxt. Kommt der mir, mein Headset ist aus, also hier nicht aus, sondern Akku schwach, sorry. Das Gepiepste, das können wir gleich beheben. Ich kümmere mich gleich drum. Weil der Boy kommt um die Ecke und kommt mit dem. Wenn hier einer. Hey. So muss, lol, genau. Wenn. Was hat er gesagt? Wenn hier einer Stress macht. Wenn hier einer Leute verhaut, dann bin ich das oder sowas. Hat der ernsthaft. Sagt er zu mir. Junge, ich bin raus Magier. Hier. Was? Schlafen wir mal. Schlafen wir erstmal. Buster. Ja, mach, dass du wegkommst. Buster. Komm. Mach nicht wieder einen auf Lachsnacken. Aber Junge, ich dachte mir auch, Fatty Boy, ich dachte mir, lol. Weißt du, mal ehrlich, Roffel, lol, bam in your face, keine Ahnung, alle Hashtags auf seinen Nacken, die es überhaupt nur gibt. Da kommt der mir echt um die Ecke, alle umhauen, ich klatsch alles weg. Da kommt der um die, wenn hier einer Leute fahren darf, bin ich. Das sagt mir ein Standard-Söldner in diesem Spiel, ich bin Mage.
Rest in Peace. Wenigstens ist das Feld gedüngt. Ja, ich habe ihn da drüben umgebracht. Da verwest er. Lol. Richtiger. Okay. Das war jetzt gemein. Eigentlich bringe ich niemand um, das habe ich auch gesagt. Aber die Leute, die mit dumm kommen, und da gehört der dazu. Und wenn das dann noch ein scheiß NPC-Söldner-Kackspast ist, der in dem Spiel eh nichts zu sagen hat, dann leidet der. So, jetzt aber wieder ganz ruhig. Schönen Abend, Hot and Cold, mach's gut. Schlaf gut, guten Wochenstart. Beziehungsweise, wir sehen uns morgen. Du bist ja gezwungenermaßen daheim. Da kommt er mit Weird Flex um die Ecke. Ja, kann man so sagen. Was wollte ich denn machen? Ah, ich bin Stufe 9 geworden. 5000 Punkte brauche ich. Gut, was halt nie verkehrt ist, ist Mana zu lernen. Aber so ein paar Standard-Söldner könnte ich eigentlich öfter umbringen. Lol. Kurz unten zwischen Save speichern wir auch mal drüber. Sorry, dass ich so oft speichere. Ich muss es nur noch mal kurz erklären für Fatty Boy und die Boys, die jetzt... Für die Boys und Fatty Boys, die neu reingekommen sind, so rum. Das ist der Grafik-Mod-Patch. Das ist Grafik-Modded und ich habe öfter Probleme mit dem Speicherplatz. Ich kann auch nicht mehr schnell speichern. Es buggt öfter rum. Meistens sind mehrere Spielstände gleichzeitig verschludert und aus dem Grund. Lol. Nicht erfahre ich morgen. Nachricht, ja klar. Morgen wird nochmal einiges geleakt werden. Hot and Cold. Da hast du recht. No props. Oder no problem. Machen wir oben links kurz das Abonnentenziel raus, beziehungsweise die Nachricht, dass neues Sub freigeschalten ist. Da gehen viele liebe Grüße und Support. Dankeschöns raus an die Leute, die mich unterstützt haben in letzter Zeit. Primär durch die Subscriptions. Und zuletzt war es der Mokles, der ein Sub an den Rabenfänger und an den Pew Pew verschenkt hat. Vielen lieben Dank. Und für die Leute, die den Support bekommen haben, die Subs, gebt ein Dankeschön zurück. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ab und zu tatsächlich den Sub nutzt, reinschaut und auch meine Emotes benutzt. Ja. Auch wenn sie ein bisschen trollig sind, cringy Moments, können sie supporten durch das Face. Ne? Wisst ihr Bescheid. Ref, hallo! Ich bin voll besoffen, was ist hier los? Brudi! Brudi, wir sind am streamen.